Hallo, hier spricht Stefanie. Ich wollte nachfragen, ob alles in die Wege geleitet wurde für die Reinigung der Tanks. Perfekt. Die Regeln zur Wartungssicherung wurden alle beachtet? Super. Wer hat sich drum gekümmert? Erik? B3 abschalten. Also B3. A, B, C. Also A, B. 1, 2, 3. Drei? Okay. Ich mache einfach alle Bs aus, ist sicherer. Ah! Geh mir aus dem Weg, aus dem Weg! Ah, schon wieder ein Idiot, der die Sicherheitsvorschriften nicht befolgt hat. Oh, was für ein Durcheinander. Wird sein blaues Wunder erleben. Irgendwie aber auch schön. Was haben Sie getan, Erik? Hä? Sehen Sie nicht den Alarm um Sie herum? Ja klar, der Typ ist bestimmt ein Dummkopf. War ich das? Ja, was denken Sie? Unglaublich, Sie haben alle ausgeschaltet. Ich dachte, es wäre besser, eine Frage der Sicherheit. Sicher? Den Strom einfach so abzustellen in einer chemischen Anlage? Ich habe nur versucht, vorsichtig zu sein. Ich habe einfach Pech. Das hat absolut nichts mit Pech zu tun, Erik. Ich schalte es wieder an. Aber nein, auf keinen Fall. Nachdem alles abgeschaltet wurde, gibt es Maßnahmen zum Wiederanschalten zu befolgen. Um an der Elektrik etwas machen zu dürfen, braucht man die Genehmigung. Also mache ich das. Los, weg mit Ihnen. Wohin? Egal, lass den Augen weg da. Also ich warte im Flur. Johann, Vorgang zum Wiedereinschalten wird eingeleitet. Okay, vielen Dank, Johann. Okay, zum Glück gab es für Sie keine Konsequenzen. Also, zum Beispiel für Erik, folgen Sie mir jetzt. Ja. Wenn wir also Wartungsmaßnahmen durchführen an einem Gerät oder einer Maschine, müssen wir ein bestimmtes Verfahren befolgen. Wir müssen die Regeln der Wartungssicherung befolgen. Ah, das ist... Jetzt kein Kinderspiel, Erik, bitte. Das halte ich nicht aus. Mhm. Danke. Also, es sind 7 Schritte. Erstens, die Analyse der Maßnahmen und der verbundenen Risiken. Zweitens, die Betroffenen informieren. Aber nein, Moment mal, ich wurde hiermit beauftragt. Ja, ich wüsste auch gerne, wer Sie gebeten hat, sich um etwas so Wichtiges zu kümmern. Der Kleine mit dem schicken Schnurrbart, der Neue. Ah, stimmt, deshalb, er ist neu hier. Erkennt Sie nicht? Stimmt. Ja, also, drittens, trennen und neutralisieren der Energiequellen der Anlage. Aber das habe ich getan. Aber nur von der Anlage, Erik. Sie haben einfach alle Kühltanks ausgeschaltet. Das spart Energie. Bei den heutigen Preisen? Die Bockwürste in der Kantine sind doppelt so teuer. Und größer sind sie nicht geworden. Entschuldigung. Also, viertens, Dissipation der Restenergien und Evakuierung von gefährlichen Stoffen. Fünftens, Außerbetriebssetzung, um den Zugang zu verhindern. Sechstens, visuelle Signalisierung und Signalisierung durch interne Notiz. Und siebtens, Ende der Wartungssicherung nach Durchführung der Wartungs- bzw. Reparaturmaßnahmen. Warte mal, von den 7, wie viel hatte ich? 0. Das ist nicht viel. Das sind 0. Doch, ich habe 3 gemacht. Ja, aber falsch. Stimmt, also 0. Genau. Okay. Ach ja, noch etwas. Es gibt einen sehr wichtigen 8. Punkt. Ah, das werde ich mir aufschreiben. Ah, nein. Ich glaube, ich weiß es. Für Maßnahmen an der Elektrik braucht man eine Zulassung. Ja, das stimmt. Aber es gibt etwas noch Wichtigeres. Warte, ich notiere es mir. Machen Sie das. Niemals Aufgaben an Erik übertragen. Niemals aufschreiben Aufgaben. Und unterstreichen, bitte. Das ist aber nicht cool. Ja, aber Erik, ich hatte es Ihnen schon 1000 Mal gesagt. Wir sind nicht hier, um cool zu sein, okay? Wenn es um die Sicherheit geht, dann geht es darum, anspruchsvoll zu sein. Okay, cool. Was ich cool finde, ist, anspruchsvoll zu sein. Übrigens, Erik? Ja? Sie haben sich ja gar nichts aufgeschrieben. Nein, aber ich habe es auswendig gelernt, Stefanie. Okay, was war also nochmal Punkt 4? Wissen Sie, ich schreibe es mir doch noch kurz auf. Safety is right now.